sehr erheblich. Alles, was nicht operativ ist, bezeichnen wir als konservative Unfallchirurgie. Das heißt, jegliche Behandlung nach einem Unfall, wo keine Operation notwendig ist, ist eine konservative Therapie. Beispiel, Sie brechen sich das Handgelenk durch einen Sturz, dann wird als erstes mit einem konservativen Verfahren der Bruch eingerichtet und mit einem Gips ruhiggestellt. Behandeln Sie diesen Patienten mit diesem Verfahren aus, dann nennt man das konservative Therapie. Es gibt aber auch Indikationen, wo das Handgelenk so gebrochen ist, dass Sie das dem Patienten nicht vernünftig anbieten können, konservativ auszubehandeln, weil die Ausbehandlungsdauer relativ lang ist oder weil die Gefahr der konservativen Therapie darin liegt, dass das Ergebnis nicht ideal wird, dann müssen Sie operieren. Also operieren heißt eigentlich immer hineinschneiden und eine Operation durchführen. Alles, was nicht operativ ist, ist konservativ. Ja.